Zweiter Teil des Berichtes mit Ausschnitten vom dritten Kulturfestival in der St. Katharinenkirche in Wolmirstedt. Das ist der Auftritt von Ali Rezai Munir. Er singt ein persisches Liebeslied. Seine Eltern sind Afghanen, geboren und aufgewachsen ist er aber im Iran und seit 10 Jahren macht er aktiv Musik. Das hier vorgestellte Stück gilt in seiner Heimat als Volkslied. Musikalischer Gegensatz dazu der Auftritt von Josephine Dehnhardt und Dimitri Koroloschin. Die jungen Leute lernen an der Kreismusikschule die Klarinette spielen und gemeinsam haben sie ein Allegro von Anton Stadler vorbereitet. Virtuos vorgetragen werden die jungen Musiker mit begeistertem Applaus belohnt. Poetisch und exotisch zugleich der Auftritt dieser vietnamesischen Kindertanzgruppe. Die Mädchen mit ihren Fächern haben sicher lange an der komplizierten Choreografie gearbeitet. Der Tanz heißt Vietnam, meine Heimat und verzaubert die Zuschauer. Wieder einmal ist der Beweis angetreten, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen mit ihrer Kultur in Deutschland eine Bereicherung sein können. Man muss ihnen nur mit offenen Augen und gespitzten Ohren begegnen.